Ich habe mich für die Generation Europa 2024 beworben, weil. Ich bin Lara, ich bin 32 Jahre alt, lebe in Berlin und arbeite im Bereich Europapolitik. Bonjour, je m'appelle Megan, j'ai 29 ans, j'habite à Berlin et je suis éducatrice de jeunes enfants dans une Kita franco-allemande. Hallo, ich bin Mahir Türkmen, ich bin 29 Jahre alt, ich promovierte zurzeit in der Soziologie in Frankfurt am Main. Je m'appelle Marc Faure, je suis franco-allemand et je travaille dans les services financiers. Ich glaube, meine Rolle in dieser Gruppe oder in dieser Generation ist es möglicherweise für die Menschen mitzudenken, die noch nicht Teil dieser Beziehung sind und auch diese Einladung eben auch nach außen zu kommunizieren, Teil dessen werden zu können. Le professionnel de la petite enfance et de l'éducation n'a pas forcément l'opportunité justement d'être représenté par le biais de ce genre de programme. Et du coup, je me suis dit que j'étais très légitime d'apporter ma candidature. Zu den deutsch-französischen Beziehungen gerne Projekte machen möchte, spannende Leute treffen möchte, meine Erfahrungen einbringen möchte, um die deutsch-französische Freundschaft und Zukunft zu gestalten. Je suis franco-allemand, je travaille dans le franco-allemand. Il était important pour moi de contribuer à renforcer les liens entre les deux pays. L'opportunité d'élargir en fait mon spectre de connaissances dans le domaine en fait même de la relation franco-allemande et puis surtout qu'on va réussir à monter des projets vraiment très sympathiques. En tout cas, on en a tous la volonté. Deutschland 2024 ist ja ein super Wahljahr mit ganz vielen verschiedenen Wahlen und vor allem die Europawahl ist ganz wichtig für Deutschland und für Frankreich. Und man kann die deutsch-französischen Beziehungen nicht ohne die europäische Perspektive mitdenken. Mon expertise est plutôt une compétence, c'est aider les gens à atteindre leurs objectifs en s'organisant. Et j'ai vraiment hâte, dans la dynamique de groupe, de contribuer exactement ça.